The show must go on. Die britische Königin Camilla geht wieder ihren Verpflichtungen nach, kurz nach der Krebsdiagnose von König Charles III. Bei einem Konzertbesuch in der Kathedrale von Salisbury plaudert sie mit Anwesenden über den Zustand ihres erkrankten Ehemanns. Es geht ihm den Umständen entsprechend sehr gut. Er ist sehr gerührt von all den Briefen und den Nachrichten, die ihm die Öffentlichkeit von überall hergeschickt hat. Das ist sehr aufmunternd. Erst am vergangenen Montag hatte der Palast eine Krebserkrankung Charles öffentlich gemacht. Diese war bei dem jüngsten Krankenhausaufenthalt des Monarchen im Januar wegen einer gutartigen Vergrößerung der Prostata entdeckt worden. Die Behandlung soll demnach bereits begonnen haben. Bis auf Weiteres nimmt Charles auf Anraten seiner Ärzte keine öffentlichen Aufgaben mehr wahr und hat sich auf den königlichen Landsitz in Sandringham im Osten Englands zurückgezogen.